Fast 1,5 Billionen D-Mark Schulden verzeichnet die Bundesrepublik Ende 98. Fast jede vierte Mark der Steuerzahler fließt mittlerweile in den Schuldendienst. Das ist ein schweres Erbe, das Bundesfinanzminister Lafontaine übernehmen muss, und es begrenzt die Spielräume der Politik. Auch die sogenannte Ökosteuer scheint eher Signal als Aufbruch, eher Kurskorrektur denn Trendwende. Und das in Zeiten, in denen das renommierte amerikanische World Watch Institute einen weltweiten und raschen Umbau zu ökologisch nachhaltiger Politik anmahnt, es drohe die ökologische Destabilisierung. Das Institut lobt zwar die neuen Bonner Steuermaßnahmen, aber die Koalitionäre selbst wissen, dass Öko noch Etikett ist. Das Geld fließt erst einmal in die Senkung der Lohnnebenkosten. Die Wirtschaft beklagt die Belastung, die Ökologen die Zaghaftigkeit. Ein Bericht von Heike Slansky. Skifahrerparadies, die Gletscher der Alpen. In 20 bis 30 Jahren könnte Schluss sein mit diesem Vergnügen. Das prophezeit eine Greenpeace-Studie in Zusammenarbeit mit der Wiener Universität. Gerölllawinen, eine Folge bei anhaltend großen Treibgasemissionen. Die Alpengletscher schmelzen dahin. Wintersport nur noch in Lagen über 1500 Metern oder Rutschvergnügen auf künstlich erzeugtem Schnee. Klimaerwärmung, Verpflichtungen à la Kyoto und Rio reichen nicht aus, deshalb die Ökosteuer. Doch Experten kritisieren, Ziel verfehlt. Unseren Schätzungen nach werden nur etwa 4 Millionen Tonnen in den nächsten Jahren durch diese Steuerreform an CO2-Emissionen vermieden. Im Vergleich zu dem noch ausstehenden Reduktionsvolumen für Deutschland von etwa 140 Millionen Tonnen sind dies nur 3%. Und daran ist deutlich, dass die ökologischen Wirkungen dieses vorgelegten Konzepts doch eher bescheiden sind. Der Gesetzentwurf definiert kein ökologisches Ziel. Allerdings hat sich die Bundesregierung freiwillig verpflichtet, die klimaschädlichen Kohlendioxidemissionen bis zum Jahr 2005 gegenüber 1990 um 25% zu senken. Ökologisch interessant sind die Emissionen. Und was wir wollen, ist ja, dass, egal wie viel Energie gebraucht wird, dieses mit einem Minimum an Emissionen von Schadstoffen passiert. Und deswegen müssen die Schadstoffe Ansatzpunkt der Besteuerung sein. Also CO2, Methan, was immer. Und wenn wir jetzt uns diesen Gesetzentwurf einfach darauf mal angucken, wie er die Tonne CO2 aus Primärenergieträgern besteuert, dann stellen wir dramatische Unterschiede fest. Die Kohle wird nach wie vor mit Null besteuert, obwohl sie erhebliche Emissionen im Hinblick auf CO2 und im Hinblick auf Methan hat, Steinkohle. Das Benzin wird mit 422 Mark besteuert, der Diesel mit 238 Mark. Und dann sieht man schon, dass Gleiches ungleich behandelt wird. Und von daher gesehen ist dieser Gesetzentwurf einfach nicht ausgereift. An die Schadstoffemissionen heranzugehen, wäre umweltfreundlicher, als den Energieverbrauch noch höher zu besteuern. Unverständlich für viele Experten, warum eine umweltgerechte Finanzreform nicht erst einmal umweltschädliche Subventionen beseitigt, wie zum Beispiel die Kohlesubvention. Stattdessen soll das relativ umweltfreundliche Erdgas gleich zweimal besteuert werden, als Rohstoff und durch die Stromsteuer. Nicht ausgenommen von der Steuer die regenerativen Energieträger, wie zum Beispiel die Windkraft. Grund, die Ökosteuer soll benutzt werden, um die Sozialversicherungsbeiträge zu senken. Wir kriegen einen positiven Effekt dadurch, dass wir umweltschädliches Verhalten belasten. Und dann können wir andere Steuern, beschäftigungsschädliche Steuern, die können wir senken. Also die Einkommensteuer oder Körperschaftssteuer. Aber eine Steuer, es muss aufkommensneutral sein. Es sollte nicht damit verbunden sein, dass wir die Staatstätigkeit ausdehnen. Und das passiert in diesem Fall. In diesem Fall gibt es keine Steuerentlastung, sondern der Staat benutzt das, und man muss das so offen eigentlich sagen, zur Subventionierung anderer. Eine Subvention der Sozialkasse, damit Arbeit billiger wird. Mit der Ökosteuer sollen die Lohnnebenkosten zum 1. April um 0,8 Prozentpunkte sinken. Laut RWI entstünden dadurch etwa 100.000 Arbeitsplätze. Die Wirtschaft klagt über die neue Steuer, sie sei wettbewerbsschädlich. Deshalb soll es Ausnahmen geben. Also die Ausnahmen sollten nicht auf die Energieträger gehen, sondern die Ausnahmen sollten auf die Bereiche gehen in der Wirtschaft, die unter scharfem ausländischen Wettbewerbsdruck stehen. Weil nämlich dort
sofort entweder das einheimische Gut, das hier im Inland produziert wird, ersetzt wird durch ein ausländisches Gut, dann ist der Arbeitsplatz in Deutschland auch verloren. Oder die einheimische Industrie würde gezwungen, ihre Produktion hinter die Grenzen zu verlagern, wo sie der Steuer nicht unterliegt. Und dann wäre die Konsequenz für die deutschen Arbeitsplätze auch negativ. Vergangenen Montag in Bonn. Experten- und Lobbyistenanhörung im Finanzausschuss. Kritik aus allen Reihen. Jetzt soll nachgebessert werden. In der Diskussion keine generelle Befreiung für energieintensive Betriebe und keine zusätzliche Belastung der Wirtschaft. Kostenneutral heißt das Zauberwort. Senkung der Lohnnebenkosten unter dem Label Ökosteuer. Die Kosten des Faktors Arbeit, die zugegebenermaßen viel zu hoch sind in Deutschland, sollen umverteilt werden auf dem Faktor Energie. Und da sage ich Ihnen Folgendes. Wir haben in Europa heute bereits die zweithöchsten Energiekosten überhaupt. Wenn Sie an die neuen Bundesländer denken, die konkurrieren mit Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, das sind 40% niedrige Energiekosten. Was das für ein Unternehmen in den neuen Bundesländern bedeutet, die Eigenkapital schwach sind, die ertragsschwach sind, das kann ganz schnell das ausbedeuten. Neu ist vielleicht schon, dass auch bei dieser Reform, wo ja eindeutig auch eine Entlastung mit verbunden ist, man den Eindruck hat, die gesamte Industrie, alle Betriebe bestehen nur aus energieintensiven Betrieben. Und von der Lohnnebenkostensenkung scheint keiner zu profitieren. Das ist nun die Sache noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und ich finde den Widerstand kurzsichtig. Ich kann ihn auch nicht nachvollziehen, wenn sonst immer große Bekenntnisse zur Marktwirtschaft abgegeben werden. Dann sollte man sich doch auch darauf besinnen, dass ein Preis das wesentliche Regulierungsinstrument in einer Marktwirtschaft ist. Und hier nun der Versuch gemacht wird, über eine Änderung der Preisverhältnisse zwischen Umweltverbrauch und Arbeitseinsatz zu einer zukunftsfähigen Entwicklung zu kommen, wo wir sparsamer mit der Umwelt umgehen.